Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen bei einem Tipps-Video und es geht um The Search heute. Wir erklären euch nämlich das Crafting-Menü bzw. auch das Sammelwut-Kompendium von The Search. Um mal so genau zu sagen, wie muss man denn letztendlich hier Sachen einsammeln und wie kommt man eigentlich an die Sachen, die man unbedingt benötigt, um im Spiel überhaupt voranzukommen. Das alles und mehr jetzt in diesem Video. Lasst uns zuallererst über die Grundvoraussetzungen sprechen, um überhaupt Ausrüstungsgegenstände zu benutzen. Dafür gibt es diese Med Bay, die wir einsetzen können in einer der vielen Servicestationen, sage ich mal, wo wir mal zwischendurch uns immer ausruhen und auch immer wieder respawnen. Hier können wir zum einen die Kernleistung erhöhen, wodurch wir mehr Implantate nutzen können und mehr Ausrüstungsgegenstände bzw. bessere verwenden können, die halt Kernleistung verbrauchen, wenn diese einsetzen. Diese Kernleistung wird aus Altmetall generiert, die letztendlich daher kommt, wenn wir Gegner besiegen und diese dann letztendlich hier einlagern. Also das Altmetall, was diese Gegner hinterlassen. Die Kernleistung hat auch noch einen weiteren Vorteil. Wir können dadurch Implantate freischalten bzw. Implantate-Slots. Die sehen wir übrigens gerade hier. Wir haben hier einen offenen und können so bis maximal 8 Implantate einsetzen in unsere Ausrüstung. Das Ganze hat einen Vorteil und zwar diese Implantate sind zum einen dafür da, dass wir uns heilen können, wie bei dieser Vitalinjektion. Wir haben einen medizinischen Monitor eingebaut, dadurch können wir sehen, wie viel HP der Gegner hat. Dann haben wir diese Medivoltaische Injektion Version 1, dadurch können wir Energie wiederherstellen durch regenerierte Energie. Energie regeneriert sich übrigens, wenn wir kämpfen gegen Gegner. Und es gibt noch ganz, ganz viele weitere Implantate, die wir in der Spielwelt entdecken können, teilweise auch in höheren MK-Stufen, wie diese MK3 Vitalboost-Implantate, die verbrauchen 4 Kernleistung, geben uns noch mehr Leben. Insgesamt verändert, wenn zum Beispiel solche Werte sind wie von 20 bis 60, was wir da rechts oben sehen, bedeutet das nichts anderes, dass das mitskaliert mit unserer generellen Kernleistung. Also wenn wir irgendwann das Maximallevel erreicht haben, der Kernleistung, wo auch immer dieses sein wird am Ende, können wir hier durch 60 Leben dazu bekommen. Es gibt natürlich auch Sachen, die den Energieverbrauch reduzieren oder den Elementarschaden von Waffen erhöht oder generell Waffenangriffe verstärkt. Genauso gibt es hier diese taktischen Implantate, die unsere Fähigkeiten steigern, zum Beispiel hier im Kampf mit einhändig, Stab oder zweihändig und so weiter und so fort. Doch jetzt kommen wir mal eben zu dem eigentlichen Thema dieses Videos. Wir wollen natürlich unsere Crafting-Geschichte erklären. Crafting bei The Search geht ein wenig andere Wege, als man es vielleicht aus anderen Spielen kennt. Ihr habt bestimmt schon gemerkt, ja, man kann Gegnern Körperteile abschlagen. Das ist natürlich wichtig, letztendlich um Schemata zu bekommen. Denn das allererste, was wir benötigen, ist wirklich ein Schemata von dem Teil, was wir auch bauen wollen. Diese sind im Menü einsehbar unter Schemata und hier können wir genau sehen, welche Ausrüstungsgegenstände wir schon gefunden haben. Wir können hier sortieren nach neuesten oder nach Namen. Genauso können wir angeben, welche Brustmodule oder ob es Kopfmodul sein soll oder Armmodule. Und was auch ganz wichtig ist, sobald wir ein Schemata komplett haben und dieses komplett gebaut haben, wird da immer so ein Haken dran gemacht, beziehungsweise auch schon, wenn wir jetzt zum Beispiel 2 Beine bauen, haben wir die Information, wir haben die Teile schon hergestellt. Das andere, was ganz interessant ist, dass komplette Schematas, die wir dann aufbauen, einen Bonus geben. Dieser Bonus ist vorher nicht einsehbar. Wir müssen also die Ausrüstung wenigstens auf erster Stufe einmal durchgebaut haben, um den Ausrüstungs-Set-Bonus zu bekommen. Zum Beispiel hier beim Link-Set erhöht sich deine Angriffsgeschwindigkeit, solange du über volles oder fast volles Leben verfügst. Der Aufbau letztendlich von Ausrüstung sieht wie folgt aus. Wir können erstmal anfänglich an der schönen Montageeinheit, die auch hier im Service Center zu finden sind, beziehungsweise in unterschiedlichen Service Centern, es ist ja auf jeder Karte immer wieder eins verfügbar, müssen wir zuerst einmal Ausrüstung herstellen. Da haben wir jetzt zum Beispiel vorhin mal dieses Garabein gefunden. Das ist von der Sentinel-Klasse. Wir sehen zum Beispiel, wir brauchen dafür zum einen 1074 Altmetall und 7 pneumatische Helix MK1. Da müssen wir einfach nur A halten, wenn wir mit dem Controller spielen und bauen dieses Bein. Hergestellt, Garabein. Beinmodul. Unten links sehen wir übrigens, dass jetzt noch kein Haken dran ist. Wir könnten auch sofort versuchen, das in einer höheren Stufe zu bauen, sehen aber schon, wir brauchen pneumatische Helix MK2. Also gehen wir nochmal zurück auf Stufe 1, bauen dieses Teil nochmal und haben jetzt das Häkchen da dran. Was bedeutet, wir haben den Ausrüstungsgegenstand zweimal gebaut und müssten jetzt als nächstes aufwerten. Dafür gehen wir in das zweite Menü dieser Fabrikationsstation
und können dann zum Beispiel hier sehen, unsere Waffen aufgelistet, die Brustmodule, die Kopfmodule, die Armmodule und jetzt auch die Beinmodule, beziehungsweise konnte man vorher auch schon sehen, wo wir dann hier schon mal unsere beiden sehen. Jetzt sehen wir gerade, okay, wir haben pneumatische Helix MK2, 13 Stück von, könnten also eins dieser Scarab-Beine upgraden oder eins von unseren Liquidator-Beinmodulen. Ich werde jetzt in dem Fall einfach mal das hier oben upgraden, bekommen dadurch halt mehr Verteidigung auf das Bein. Macht übrigens immer nur mehr Verteidigung, diese Upgrades. Die generellen Bonis oder Veränderungen der unterschiedlichen Ausrüstung, die wir rechts unten sehen, wie zum Beispiel hier, dass der Ausdauerverbrauch beim Sprinten normal bleibt, das Ausweichen kostet weniger und die Stabilität bleiben immer gleich. Die Stabilität zeigt uns übrigens an, ob wir eine schwere oder eine leichte Ausrüstung tragen. Das geht von niedrig, mittel zu hoch, nur als kleiner Indikator. Doch wo finden wir letztendlich diese pneumatischen Helix MK3 hier zum Beispiel, um unsere Ausrüstung abzugraden? Generell lernt man relativ früh im Spiel, dass man Gegnern Teile abschlagen soll, um halt neue Schemata zu bekommen. Das ist nicht nur das Einzige, was man machen sollte, man muss im Nachgang auch immer wieder, sage ich mal, Körperteile abschlagen, auch die gepanzerten, denn nur die gepanzerten bieten letztendlich diese pneumatischen Helix MK3 Teilchen, wenn man diese denn abschlägt. Also man muss dann ganz gezielt auf Rüstungsteile einschlagen. Das macht den Gegner letztendlich stärker, beziehungsweise macht ihn schwieriger zum Bezwingen. Sobald man dann das Körperteilchen abschlagen kann, einfach X halten und ab ist der Arm, der Kopf oder die Brust wird auseinandergenommen oder sonstiges. Jedenfalls ist das der einzige Weg, um wirklich seine Ausrüstung gut zu verbessern. Und ich muss euch leider sagen, man muss hier wirklich ein wenig farmen. Also das immer wieder zurückrennen zum Service-Modul und zu Feindgruppen, die man dann identifiziert hat, als zum Beispiel ein Feind, der auf jeden Fall pneumatische Helix MK3 haben wird oder MK2 in seinen zerstörten Teilen, die wir dann mitnehmen. Denn diese werden dann, sobald wir an die Materialstation gehen, aufgeteilt bzw. aufgelöst in die unterschiedlichen Teile, die wir benötigen, um unsere Ausrüstung abzugraden. Leider ist hierbei schwierig festzustellen, wo man was holen kann, denn es wird zum Beispiel keine Information gegeben, wenn du zerstörte Teile abschlägst bzw. Körperteile, ob es sich dabei um MK1, MK2, MK3 oder MK4 handelt. Und deshalb muss man halt ein bisschen gucken, ausprobieren, welche Gegnergruppen welcher Stufe entsprechen und diese dann ein wenig abfarmen. Da die Wege auf der Karte aber generell später relativ kürzt werden, da man immer wieder weitere Abkürzungen freischaltet, ist das gar nicht mal so schlimm, zwischendurch ein bisschen zu farmen. Vor allem lernt man auch den Kampf gegen die unterschiedlichen Feinde und bekommt so relativ schnell eine gute Ausrüstung. Das war ja schon unser kurzer Überblick über das Crafting und das, Sammelsystem in The Search. Also ein und sich sind die Hauptfacts, schlagt so viele Körperteile ab, wie ihr könnt. Und wenn ihr dann aber mal ein bisschen weiterkommen wollt in den unterschiedlichen Levels, solltet ihr auf jeden Fall auf die Schwachpunkte der Ausrüstung einschlagen. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter sterben in The Search, weil für mich ist es auf jeden Fall eine sehr coole neue Erfahrung, die auf jeden Fall einfordert, aber auch sehr viel Spaß macht, wenn man denn letztendlich besser wird. Und das merkt man mit der Zeit auch, dass du einfach geiler Schlitzer wirst.